So, grüße euch und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Folge Astro Chefs. Mit mir, dem Fuchsel. Astro Chefs. Schon wieder, aber gut, man weiß ja, was gemeint ist. So, wir haben auf jeden Fall den Quanten-Kunarik als Aufgabe. Kulinarik, Mann. Das L sieht aus wie ein. Das L und I sieht aus wie ein zweites U. Naja, gut, was soll's. Wir haben es auf jeden Fall schneller geschafft als gedacht. Wir haben nur 2 Tage gebraucht. Oh. Och, im Fernsehen. Och. Oh. Ich kann doch nicht. Ich bin doch nervös. Oh Gott. Oh. Okay. Lichtkamera Koch. Es ist die Showtime in der Küche. Bekommt man die. Hatten wir diesen Text nicht schon mal? Ganz am Anfang? Guckst du so Base? So, wir haben 5 Leute insgesamt. Wir haben 2-mal. Marsianer, einmal den Steintypen und 2 ja, von Sid hier. Na gut, Moment, ist gerade so ein bisschen was los. So, jetzt geht's weiter. Okay, jetzt ist wieder alles beruhigt soweit. So, im Grunde den Text haben wir schon gelesen und Dinger. Da oben sitzt sogar einer. Soll mal die Brille mal ein bisschen sauber putzen. Nee, jetzt machen wir jetzt nicht. Hab schon zu lange in die Länge gezogen. Oh, my Cosmos! Appearing on a galactic live broadcast? This is a unique opportunity to reach a larger audience with your cooking. Time to dive in. Ich kann halt nur die Hälfte lesen, wenn halt. I need you at your best today. Lady Mamono will have to put us on her review list for sure. Oh, is it starting? Do I look okay? Vielleicht wäre es besser, wenn sie ihn hier rübergesetzt hätten. Okay. Wow, die rennt sogar einfach durch denen durch. Pretty Gamer. Ich bin Pretty Gamer. Ein Hübscher. Ein ganz ein Hübscher bin ich. Behaupte ich zumindest mal. Ihr könnt mir zeigen, ob ich hübsch bin. Ihr wisst, was ihr dafür tun müsst. Ich werde auf jeden Fall hier ein bisschen kochen. So. Ja gut, wir haben ja ewig Zeit. So, wir haben einmal das Brot. Dann haben wir Butter und den hier, dann haben wir noch die Ananas und Butter. So, wir nehmen allerdings noch einen Pilz und den hier dazu. So, es gibt eine Sache, ein Statement, was ich so setzen muss, wenn wir schon gerade mal live sind. Vorführeffekt. Da geht's mit Ananas besser. So, jetzt kommt mein Statement. So, das war's. Ach übrigens. Schulz! Da war die Mauer, Wand im Weg. So, genug gesperrt. Weiter geht's. Wir brauchen insgesamt 7 Sachen. Und wir haben 7. Sehr schön. Okay. Da kommt mal her, meine Kleinen. So. Da brauchen wir gelb. Da brauche ich gelb. So, einmal. Wenn wir schon mal dabei sind, dann haben wir den 2. gelben auch drauf. Rein. Bams. Wie die mich so böse angeschaut hat gerade. So, no littering. Guckt sie wieder so böse. Die mag sie, wenn ich hier Umwelt verschmutze. Ob jetzt meine eigene Bar ist. Kantine, Restaurant, etc. Cooking in space, they said. It'll be a blast, they said. Well, at least they've got the blast part right. Na, wenigstens unser Roboter hier hält die Leute bei Laune. So. Ja, sagen wir, das ist jetzt grün. Das hier. So, ein großes Stück Butter. Dann brauchen wir nochmal den hier. Das war rot. So. Hier, für dich.
Ja, okay, kann man gelten lassen. Er übernimmt ab sofort die Küche. So. Wenn das ein... mache ich hier mal weiter. Aufhalten. So. Du hast den Brot ein Patty gemacht. Gell? So. Und... na, weg damit. Das Gute ist, dass wir die alle ja schon soweit fertig gemacht haben. Dass wir alles kennen. So. Lecker, lecker, lecker. Magst du es eigentlich warm oder kalt? Ah, okay. Dann sollte ich gute Chancen für diesen Kochduell gegen mich selbst zu gewinnen. Wobei meine Herausforderer ist ja da drüben. Hör doch die Mütze gar nicht mehr auf. Haben Sie bereits das Handtuch geworfen? Wo haben Sie denn die Mütze hin? Ist das eigentlich ein Froschvogel? So, was haben wir? 200 Punkte. Nimm das! Nächster. So, kommt der Große. So. Dafür brauchen wir ein paar Zutaten. Zum Beispiel das hier und das hier. Zack. Zack. Zack, zack. Dann kommt das hier drauf. Dann kommt das Blümchen und das hier war's. Butter brauchen wir nicht mehr. Und so, wir brauchen einen Haufen geschnitten. So, es ist alles geschnitten. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ja, okay, passt. Das tun wir pürieren. Und zwar mit Stufe 2. 1. So, dann kommt der hier geschnitten. In Rot. Der muss... jetzt habe ich ihn schon geschnitten. Okay, warte mal, das wollte ich nicht schneiden. Da müssen wir hin. Bei dem wollte ich eigentlich quetschen. L. So, der wird frittiert. Der wird frittiert. Ah, es geht sogar. Ich habe gerade mal getestet, aber immer habe ich es hier hingelegt. Kannst auch in der Luft zerschnippeln. One time we had a wormhole wanderer who ordered a dish from the future. I'm not sure how that worked, but we managed to create something temporal. Ho 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 ho. Ach, ist echt ein Spaßvogel, unser kleiner Roboter hier. So, und der muss rot sein, wenn mich alles täuscht. Halt mal einfach mal kurz rein. So. Und das frage ich Sie. Was gibt es Leckeres als das alles hier? Oh, das sollte nicht mal riechen. Wir müssen ja ein bisschen für Fernsehen ja machen. So, das alles ruht auf mein Geheimrezept, das ich hier eingebaut habe. Hier sehen Sie das Rot, das Grüne hier und das hier. Das ist alles von dem hier und das sollte Ihnen hier eigentlich schmecken. Wow. Hau die Kamera nicht um auszusehen. Da sitzt sogar einer. So. Guten Tag, Tutonica. Lady Tutonica. Verzeihung, ich wollte Sie nicht kränken. So, Sie wollen etwas Leckeres zu essen? Sie bekommen was Leckeres zu essen. 1, 2, 3. Ja gut, hier wird noch was geschnitten. Das Brot würde ich schneiden. Nein. Dann kommt hier die Butter, die kommt aufs Brot. Das hier wird gemacht und die Ananas.
So, jetzt muss ich irgendwelche so Klugscheißer-Sprüche noch machen. Ich meine, sind wir auf Sendung. Ich komme an meinen Kochmütze nicht ran. Lass mich mal vorbei. Oh nein, ich habe was gegessen. Was habe ich jetzt gegessen alles? Cooking has a special way of bringing different races and cultures together. It's a universal language. And our restaurant is like a hub for intergalactic gastronomy. Junge, bist du im Fernsehen oder bin ich im Fernsehen? So, also das Wichtigste bei meiner Geheimzutat ist immer, dass man die Butter nehmen soll und diese erstmal klein schneiden soll. Dann nehmen wir mal das größte Stück, weil Fett schmeckt ja bekanntermaßen am besten. Ah, oh, ich Idiot! Die muss nicht geschnitten werden, ich habe mein eigenes Geheimrezept vermasselt. Sie muss nicht geschnitten werden, sie muss gepresst werden. Wie so eine alte Preiswurst. Dann nehmen wir hier so eine Presse her. Sie können zu Hause allerdings auch eine Nudelholz nehmen. Das war das Wort, was ich gesucht habe. So, die Pilze, die sollen eigentlich nichts bringen. Sie sind nur Beilage. Dafür schneiden wir es in drei gleich große Scheiben. So. Spezielle Schneidtechnik habe ich von meinem Großvater gelernt, der hat es von seinem Großvater gelernt, der hat es von seinem Großvater gelernt. Die Väter sind immer leer ausgegangen. So. Gelb, das muss gepresst werden. Das ist der Spezialmesserwurf. Der Spezialmesserwurf. Ich hab mein Urgroßvater von seinem Urgroßvater gelernt. Damit hat er mal so jemanden, der gratis essen wollte, aus seinem Haus geprellt. So, die Ananas wird klein gemanscht. Altes Geheimrezept, dadurch tun sie ihre besondere Würze machen. Kennt man ja. Die tun ja komplett ohne Würze arbeiten. Was mir auch aufgefallen ist. Na gut, stimmt nicht ganz. Wir haben hier noch ein bisschen von dem hier. Kann man so mit draufhauen. Das wird normalerweise so drauf geschliffen. Und dafür nehmen wir uns hier diesen Dartpfeil. Das sieht aus wie ein Dartpfeil. In Wirklichkeit ist es ein. So. Mehr brauchen wir davon nicht. Okay, ich lasse mich wieder ablenken. Denn wir müssen den Code eingeben. 3, 2, 2, 4, 1. Das Wichtigste ist nicht voll aufdrehen, weil sonst überbrennt das Ganze. So. Dann kommt das hier rein, dann kommt das hier raus, dann kommt der hier rein. So. Ah, grün. Also der hier. 4, 2, 1, 5. So, ist gleich fertig. So. Das Auge ist ja bekanntermaßen mit. In dem Fall legen wir noch ein paar Augäpfel mit drauf. Und für den besonderen Clou noch einen Ball und noch ein Eisschirmchen, Palmschirmchen oder was auch immer das sein soll. Bitteschön. Oder 55. Lecken Sie mich am Arsch! Okay, die sind wenig beeindruckt. Ich tat mein Bestes. Ich halte meine Kochmütze weiterhin. Senden Tyrannosaurus Rex. Oh, jetzt kommt er hier. Ah. Omba. Ich wusste, dass du irgendwann in meine Bar zurückkehren wirst, aber es ist ausgerechnet, ich heute live vor Sendung machen muss, hätte ich nicht gedacht. Sag ich dazu nur. Feder, dieses Schwein. Er stand mal hier im Laden im Halteverbot. Ich hätte zweimal die Möglichkeit, ihnen so ein beliebtes Gericht drauf zu machen, allerdings habe ich Angst, was rauskommt. Ich müsste ihn alles zusammenschneiden. Das ist, glaube ich, sinnvoller. Oh, wir könnten sogar ein perfektes Gericht machen.
Jetzt haben wir keine Angaben Thema Temperatur. Okay. Einmal den hier, dann einmal die Zwiebel. Dann einmal... lustig, haben wir das nicht gerade weggeworfen? Da ist er noch im Müll drin, ich kann mal suchen. Da entwickelt er seine besten Aromen. So, dann kommt der Fisch und zum Schluss noch das Fleisch. C, U, L, L-Punkt. Cool. Ups. Das war mein Monitor. Jetzt. Ich will nicht, dass die Leute es sehen. Aber komm, was soll's. Sorry. Sorry, armer Monitor. Jetzt wein doch nicht. So, Entschuldigung. Ihr habt nichts gesehen. So. Kann ich eigentlich auch. Hui. Oh, ging nicht. Meine Mütze. Es ging sogar mit einem Sound weg. So, dann schneiden wir den hier mal auseinander. Das Pfefferkorn ist das große. So, dann nehmen wir uns die Scheibe hier, weil die optisch schöner aussieht. Hey, es ging sogar. So. Nein, ich brauche Rot. Man braucht nur eine halbe von denen. Das ist im Grunde genommen Aufschnittteller. Müssen wir ein bisschen höher werfen. So. Wir nehmen die mit den Grünen dran. Hui! Oh, das war blöd. Das war zu hoch. Orange. Ein Stück brauchen wir, das andere... Hui! Das war die Mütze. Na ja, gut, was soll's. Ein echter Profi braucht keine Mütze. I've been around this cosmic kitchen for quite a while. I have a feeling you're here to make a real cosmic mark. Hm. Was weiß er denn schon? So. Bitteschön. Jawohl, das ist doch ein perfektes Gericht. 250 Punkte. Nichts falsch gemacht. Alles grün. Da guckst du jetzt aber. Au, er hat mich gebissen. Mir fehlt ein Finger. Die Musik ist ausgegangen. Und die actionreiche Musik beginnt. Limimina Nola? Limimina Lola. Was hättest du denn gern? Hm. Oh nein! Wo war der Max? Der Max ist gepresst. So. Das heißt, wir brauchen Fisch. Einmal Fisch, einmal C, U, L und L. As we take care of our customers, it's good to remember that this place has quite the history. Die Zwiebel. Und dann was. Das hier und das hier. Und so, dann gucken wir mal. Also, er möchte was püriert haben. Wie wär's mit einer wunderschönen Zwiebel? Das hier ist ja ein wunderschönes Obst. Besonders hartkantig. So, es kommt hier drauf, aber es muss vorher noch gefroren werden. Dafür bräuchte man noch eine Ananas. So. Das Fleisch hier. Zack, zack, zack. Hau mal platt. Kommt so als fleischliche Beilage hinein. Dann hau mal den hier noch platt. Der muss gefroren werden. Dann haben wir die Zwiebeln hier. Braucht man Orange. Hm? Zwiebel. So, leckere Zwiebel drauf. Und für die extra Würze noch den hier.
Hui. So, dann brauchen wir noch eine Ananas. So, es ist im Grunde genommen das... Das ist im Grunde genommen das Fischeis mit leckeren Zwiebeln drauf. Oh. Und Schirmchen ist schon drauf. Jetzt geben wir jetzt noch einen sommerlichen Touch. Mmh, lecker, lecker, lecker. 220. Ich habe auf jeden Fall eine Errungenschaft bekommen. It was a hit, Chef. With your perfect dishes and my stellar looks, we knocked it out of the park. A new record of watchers tuning in. Lady Maroneau surely was watching. And who knows, maybe your uncle was from somewhere as well. For the next event, I have something special planned. Mwah. 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 Oh, ich liebe euch alle. Ich liebe euch alle. Los. Ich liebe euch alle hier. Wirklich, wie? Weil ich alle liebe. Ich muss nur ein paar Meter zurückgehen. Ursa. Ursa. So. Ursa, komm her, du. Die Kamera liebt mich. Oh. Ich hab gerade meine Kochmütze verloren. So ist die Kamera rangegangen gerade. Was drückt denn hier auf den Knopf hier? Cooking in space, they said. It'll be a blast, they said. Well, at so. Least they've got the blast part right. Als nächstes haben wir den Multiversum Maestro. Dafür brauchen wir 3400 Punkte. Ja gut, das ist easy machbar. Wir müssen ja eigentlich noch Zeit haben für einen weiteren. Oh, ist Weihnachten. Galaktisches Sonnenwendfest. Machen Sie sich bereit, den galaktischen Sonnenwendtag, das ultimative kosmische Fest. Es ist in der Tat, an denen die besten... Es ist der Tag, an dem die besten Köche der Galaxis, darunter auch Sie, ihr können bei den größten Sonnenwendfest unter Beweis stellen. Dies ist nicht nur ein Feiertagsfest, es ist Ihre Chance, auf den Weg zum Astrochef zu glänzen. Wählen Sie ein umwerfendes Essen, das den Geist und die Vielfalt der Galaxie einfängt. Hm. Ja, okay, kein Problem. Nehmen Sie die Herausforderung an, um Ihre kulinarischen Künste unter Beweis zu stellen. Ein herausforderndes Sonnenwendfest wird Sie den Ruhm vom Astrochef näher bringen. Lassen Sie uns ein unvergessliches interstellares Parkett zubereiten. Oh, guck mal, jetzt kommen wir sogar so Raptoren. Aber schauen wir erst einmal. Also es scheint nichts Neues dazugekommen zu sein. Jetzt kommt's auf. 10 Minuten, wir haben ja easy Zeit. Ich weiß nicht, so direkt kulinarisch, aber gut, das ist jetzt auch wieder so ein Thema, was ich nur wieder aufwärme eigentlich. So, wir haben nur zwei Zutaten zu zwei Sachen. Brot passt dazu nicht rein, ich würde jetzt einfach nur auf drei Zutaten gehen. Und so. Ich würde... Ich würde den hier mal zerschnippeln. Wow, habe ich noch nie gesehen. Waren es zwei von denen? Nee, es war einmal sie. Einmal der Große da hinten. Und zweimal von diesen Raptoren da. Wenn es Raptoren sind, die müssen wir mal genauer angucken. Gelb. Was passiert eigentlich, wenn ich es noch weiter hau? Rot. Okay, würde da was eigentlich passieren, wenn ich den jetzt noch weiter klopfen würde? Nur so als Neugierde. Okay, ich glaube, feiner wird's nicht. Ich hau trotzdem noch sicherheitsweise ein paar hundert Mal drauf. Okay, funktioniert nichts. So. Da wissen wir Bescheid. Also kochen kann man zu viel. Was haben wir hier jetzt noch freigeschalten? Ein schwarzes Schirmchen. Komm, wir tun ein paar Anzeigenblätter in den Salat verstecken. Was auch immer das hier ist. So, mh, lecker, lecker, lecker.
Ein Salat mit leckerem Papier. Max? Aha. Ja, das höre ich doch gern. So. Nächster bitte. Oh. Haben wir uns gedreht. Als nächstes ist der Große hier. Ich weiß doch schon, was du haben willst. So, Scheiße, wie ist das denn? Das sind 9 Sachen. 9 Sachen. Zack. Zack. Zack und zack. Die holen wir uns am besten zweimal. Zack. Zack. Zack und C. So, die haben wir jetzt zweimal. Dann brauche ich das hier zweimal. Dann nehme ich mir die hier einmal. Dann brauche ich das Blümchen zweimal. Und brauche diese komische Wurzel zweimal. 1, 2, 3, das sind 7. Das Wurzel hier zweimal. Aliens ordering dishes with ingredients I can't even pronounce. Just another day at work. So, und mal Sabine quetschen. Der kommt erstmal hier hin. So, den jetzt auf die andere Seite rüber, das würde mir. Setzt den jetzt daneben hin oder davor? Davor. Okay, dann setze ich den nochmal auf die Seite. Dann kommt der hier dran. Weil wir tun auch irgendwie versuchen, das Auge einigermaßen glücklich zu stimmen. Indem wir jetzt den gelben hier nehmen. Pressen, pressen. Den legen wir hier dazu. Dann kommt nochmal der gelbe. Oh, hat er schon. Nein. So, dann kommt der hier drauf. Dann kommt blau. Der hier. Ja. Weg. Kommt der hier drauf? Zweite blaue. So. Blau, blau. Halten, halten. Perfekt. Halt, der muss dahin. Dann brauchen wir nochmal blau für das Blümchen. So, kommt hier das Blümchen. Kommt hier drauf. So, jetzt brauchen wir die Reihenfolge wieder. Zack. Dann kommt gelb, dann kommt der. Dann kommt der hier blau. So, wenn das nicht schön aussehen wird. So, jetzt müssen wir noch den hier klein stibbeln. Und ich hätte gerne den Kern hier. So. Mit Anzeigenblätter. Beim Rest gebe ich mir jetzt nicht so Mühe. Lassen Sie sich die Anzeigenblätter schmecken. So, einmal einen schwarzen Schirm. Einmal einen schwarzen Schirm, dann halt nicht. Einmal das und das. So, bitteschön. 200 Punkte und trotzdem nur 2, 3 Sterne. Er hat sich nicht einmal gefreut. So, kommt der nächste. Jetzt kommt einer von denen hier. Oh oh. Nein! Oh nö, nicht schon wieder ein Fatal Error. 22 Minuten. Da kommt die erste Folge, klopfe ich jetzt noch rein. Dann sehen wir uns gleich wieder. So, lass mich schmecken. Würde ich mal sagen. Okay, ich habe den Tag jetzt nochmal neu gestartet, habe jetzt die ersten 2 gemacht. Jetzt müsste eigentlich wieder so ein Reptil kommen. Eigentlich, behaupte ich mal. Ich weiß echt nicht, warum die Game Crashes überhaupt entstehen. Habe ich echt keine Ahnung. Also, ich weiß nicht, was ich da mache. Da wird das Spiel einfach zu viel. Da muss ich wirklich nach jedem Tag einmal eine kurze Pause machen. Mal neu starten. Na, Kleiner! Die Zunge so rausziehen.
zurückschnalzen. So, was hätt dann gern? Möglichst viele Zutaten. Dann gehen wir die ganze Sache mal durch. So, oh, Moment. Schau mir in die Augen, Kleiner. Von weit weg sah er wesentlich kleiner aus. So, einmal die Avocado. Wie viel braucht er denn überhaupt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Zutaten, so. Dann nehmen wir uns das Brot mit. Dann nehmen wir uns die Butter und das Grüne hier. Dann brauchen wir das Ding hier. Dann den Würfel. Easy. So. Das Gute ist, wenn das Spiel nochmal abstürzt. Ich muss im Grunde nur mal schauen, dass ich ihn jetzt bediene. Wenn das Spiel dann nochmal abstürzt, dann hat er sich zumindest die ganzen Sachen schon mal gemerkt, die ihn beeinflussen. So. Wir brauchen was geschnitten. Wir brauchen was geschnitten. Dann nehmen wir den hier, machen den grün. Und das Ganze weg. Ich glaube, der wird es nicht mögen wegen Grünzeug. Das hier ist blau. Muss geschnitten werden? Nee, gepresst werden. So. Einmal drauf, dann brauchen wir den hier. Der hat grün. Brauchen wir den schnell weg. So, nächster. So, was braucht der? Der braucht blau. Weiß ich, muss überhaupt noch irgendetwas irgendwie anders da bearbeitet werden? Nee, alles muss gepresst werden und ein paar müssen halt eben noch gekocht werden. So, du warst rot. Mhm. So. Tun wir die alle einfach mal drauf, solange bis sagt, nö, ich will nicht mehr. Also mit denen, das sind eh schon die letzten. Gelb! Es gibt nichts, brauchst du nicht so anstellen. Ich sehe dich. Gut. So. Haben wir hier rot, gelb, gelb, rot und das war blau. So. Ist gleich soweit. Ich sehe dich. Ich weiß genau, dass du mich ja was wegschnabulieren willst. Das weiß ich genau. Ich habe einen Hund zu Hause gehabt. So. So, der kommt drauf. Dann war das hier gelb, wenn mich nicht alles täuscht. Gelb, genau. So, und bei Gelb brauchen wir die Kombination 3, 2, 4, 1. Und der hier war rot. Okay. 2, 5, 1, 3. Einfach so aus dem Ofen gegriffen. So. Okay, dann brauchen wir noch die ganzen Sachen hier drauf. So, schön aufessen, damit du auch schön groß und stark wirst. Kille, kille. Oh, es geht einfach nur ein Punktzahl. Der ist wirklich sehr schwierig, wenn man den... Aber gut, wie gesagt, wir haben wieder dasselbe Problem. Warum bestellt das dann, wenn das nicht frisst? One of the best moments I recall was when your uncle created his first dish that glowed in the dark. Das ist immer das Komische an dem Spiel hier. Ich weiß auch nicht, ob das wirklich so vom Spiel so gewollt ist. Das war falsch. Zack, zack, zack. Ob das wirklich so gewollt ist eigentlich, das verstehe ich nicht ganz. Ich meine, wir wissen,
meine, du kannst ja im Grunde genommen täglich kein perfektes Essen machen. Ja gut, jetzt fange ich das Thema schon wieder an. Jetzt fange ich das Thema schon wieder an und ich möchte nicht schon wieder die ganze Zeit drüber quasseln. Also Fisch drin. So, was hätte man gern? Zweimal geschnittene Dinge. Wir machen den hier mal zu einem Püree. Weißt du was? Den tun wir mal frittieren. Aber komplett oder nur in Teilen? Okay, den hier machen wir zu einer schönen Suppe. Zu einer schönen Suppe. Der kommt hier drauf. Dann tun wir den hier quetschen. Das war rot. Also das bisschen beeilen, solange das Spiel noch sagt, hey, alles in Ordnung soweit, daraus keine Angst haben. Ich werde jetzt nicht einfach so beenden, weil ich lustig bin. Okay, muss frittiert werden. Dann würde ich mal trotzdem mal schneiden. Das ist das Falsche. Grün. Den schmeißen wir weg, den tun wir grün frittieren. Ja, und der ist gelb. Mal alle Farben durch. So, jetzt machen wir erstmal grün. Frittierter Granatapfel. Okay. Dann brauchen wir rot. Okay, wieder ablassen. Okay, dann brauchen wir noch gelb. Na? Na? Perfekt. Und gelb. Und gelb. So. So, noch ein paar Blätter drauf. Und den hier. 160 Punkte. Aber immer noch mal den Tag abgeschlossen. 620. Ja gut, den Mox haben wir komplett vergeigt. Aber gut, wen kennen wir nicht. Wie gesagt, ich bin ja nicht dafür schuld, wenn er sich so Zeug bestellt. Na gut. Okay, jetzt haben wir ein bisschen überzogen, aber gut, das macht ja nichts. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge von Astro Chefs wieder. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich würde mich über Like, Kommentar und Abo freuen. Und wenn ihr beim nächsten Mal natürlich wieder dabei seid. Also bis dann. Tschüss.